Hallo meine Lieben, willkommen zu meinem neuen Video. Heute backen wir mal einen Bananenstreuselkuchen. Für den Teig verrühren wir Zucker, Vanillezucker, Öl und Eier. Jetzt rühren wir Mehl, Backpulver, Salz und Milch unter. Soweit haben wir den Teig jetzt erstmal angerührt. Den stellt ihr jetzt erstmal kurz beiseite. Als nächstes brauchen wir jetzt Bananen. Die Bananen schneiden wir uns in kleine Würfel. Die Bananenwürfel gebt ihr dann zu der Teigmasse dazu und hebt sie mit einem Löffel einfach kurz unter. Damit haben wir jetzt den Teig fertig. Jetzt nehmt ihr eine Rührkuchenform, fettet die schön mit Margarine ein. Dann stäubt ihr die Form noch mit etwas Mehl aus. Und jetzt geben wir unseren Teig in die Form. Versucht den Teig einigermaßen gleichmäßig in der Form zu verteilen. Jetzt bereiten wir noch Streusel zu. Dazu brauchen wir Zucker, Mehl und Margarine. Das Ganze verkneten wir jetzt zu Streuseln. Die Streusel verteilen wir dann einfach oben drauf auf den Kuchen. Dann backt ihr den Kuchen bei 175 Grad ungefähr 45 Minuten. So sieht der Kuchen jetzt nach dem Backen aus und den lasst ihr jetzt erstmal vollständig in der Form abkühlen. Nachdem der Kuchen abgekühlt ist, braucht ihr den Kuchen nur noch auf einer Kuchenplatte zu stützen. Dann drehen wir das Ganze rum, weil wir ja die Streusel oben haben wollen. Jetzt verzieren wir den Kuchen noch mit fertiger Kuchenglasur. Dazu kauft ihr einfach fertige Schoko-Kuchenglasur und schmelzt sie nach Packungsanleitung. Dann lasst ihr die Glasur einfach linienförmig über den Kuchen drüber laufen. Die Glasur lasst ihr dann auch erstmal schön trocknen. Jetzt schneiden wir den Kuchen mal an, damit ihr den Kuchen auch mal von innen seht. Und so sieht der Kuchen dann von innen aus. Und damit haben wir dann unseren Bananenstreuselkuchen fertig. So meine Lieben, das war es dann schon wieder für heute. Dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachbacken. Lasst es euch schmecken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.